So, willkommen zurück zu Drakensang Online. Es ist jetzt 23.57 Uhr und das Neumond-Event ist gleich vorbei. Das ist natürlich, darüber mache ich gleich ein Video. Nein! Und zwar geht es hier bei dem Premium-Händler, Premium-Tag oder wie auch immer. Ich denke mal bei der Dame hier in Kingsill, das müsste denn die hier sein. Guck mal, alle warten hier schon. Ich denke mal, dass es bei der dann ein paar neue Sachen geben wird. Ich weiß nur noch nicht was. Das weiß nämlich gar keiner. Also ich gehe mal davon aus. Shop, Sammelstadt, genau. Dass es als Bedeiter jetzt diesen das Chiccherino geben wird. Gibt es ein neues Kostüm? So, das war schon vorher neu, ne? Und bei den Begleitern gibt es dieses Zyklopenkind. Was 550 Rüstung und 10% Widerstände hat. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir alles gemeinsam rausfinden. Bei den Reittieren muss ich sagen, das Ding sieht von vorne ziemlich geil aus. Und von hinten ist es das einzige Tier mit dem Popoloch. Das einzige Tier. Es gibt kein anderes Tier. Selbst das normale Rhino hat da hinten nichts und die Bären sowieso nicht. Und das ist das einzige Tier mit dem Popoloch. Ja. Auch schick, wie einfach alle warten und gucken. Erstmal ein bisschen abdrehen. Auch schön. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich an. Und, ja. Schauen wir mal. Das Mond-Event ist schon wieder vorbei. Das Mond-Event gibt es nicht mehr. Und, ja. Nur 30 Sekunden und dann werden wir einfach mal schauen, was dabei los ist. Wahrscheinlich kommt einfach gar nichts und das heißt, ja, kommt erst um 12 Uhr. Kann natürlich auch passieren. Guck mal, hier sehen wir schon einen Rhino. Hier drinnen sieht man, was ist das denn hier drinnen? Auch ein Teil vom Rhino? Keine Ahnung. Hier könnte vielleicht das Zyklopenkind drinnen sein. Hier mit dem einen Auge. Wahrscheinlich wird es das so in dem Bereich sein. Also diese beiden Sachen stelle ich mir vor, dass es sie jetzt gleich geben wird. Das schaffen wir in 3 Sekunden, in 2 Sekunden, in 1 Sekunde und frohes neues Jahr. Mhm. Aufregend. Vielleicht nach einem Mapwechsel vielleicht. Schau mal. Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Junge, Fettparty. Okay. Ganz unauffällige kleine Pfeile hier in Kingsill. Dahin. So. Und es wird ge. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, was gibt's denn da alles? Freundliche Segen der Macht. 50% erhöhter Schaden bei 5 Minuten. Kann nicht in PvP verwendet werden. Freundliche Segen der Hass. Freundliche Rüstungssegen. Ist ja interessant. Hey, wollte. Das ist schon mal deutlich geiler. Also, 50% Schaden 5 Minuten, 50% Laufgeschwindigkeit 5 Minuten, 50% Widerstände 5 Minuten, 15% Ruhmzeichen bei Abschluss von Weltkämpfen für eine halbe Stunde. Puh, nice. Was ist denn ein Weihwasser? Aha, Rüstung, Schaden, ja, auch ganz nett. Rüstung, Schaden, Leben, ja, ganz schön. Rüstung, Schaden, Leben, auch alles 3 Minuten. Rüstung, Leben, Leben, Rüstung, Leben, aha. Dann haben wir hier. Was ist das denn hier? Die Zwiebel. Ja, das Schwarzhuhn kann man auch so kaufen, oder nicht? Ach, die sind deutlich günstiger. Alter, die sind extrem deutlich günstiger. Gucken wir gleich nach. Warte, gucken wir gleich nach. Alles ganz schön. Rüstung, Schaden. Enzyklopädie der Offenbarung. Ach, das ist quasi, ja. 50% Lebenspunkte. Läuft in Echtzeit ab. Proviant der Erkenntnis für 3 Tage. Hier ist das Zyklopenkind. Was man sich für 15. Damit der voll ist, einmal. Dann haben wir ein frechtes Äffchen, Hühnchen, dicker Drachling, knappe Hühnchen, Stab des Fenrus, Sprengkugel, Glückspit. Die sind extrem teurer, wenn man sie sich hier kaufen würde. Hier die Hühner kosten hier 10.100 und hier kosten sie, weil ich es gerade richtig gesehen habe, einfach nur die Hälfte. Ja, das heißt, falls irgendjemand schon mal immer diese Dinger haben wollte, irgendwas davon. Glücksfettpaket kostet auch nur 2099. Auch nochmal ein bisschen teurer. Wie viel kostet normalerweise das Glückspaket? Gedingse?
Gibt es hier gar nicht. Ich muss mal da hinten gucken. Moment, ich komme gleich wieder. Unauffällige kleine Pfeile. Definitiv. Das Glückspaket kostet normalerweise 3000. Das kostet jetzt quasi 1000er weniger. Also man muss sagen, es gibt im Prinzip alle Begleiter, falls es gerade ein bisschen ruckelt, das liegt daran, dass ich noch nebenbei etwas anderes rendere. Es gibt alle Begleiter, die es beim Tierhändler gibt, deutlich, deutlich verringert, also zum halben Preis. Das muss ich sagen, war schon mehr als ich gedacht hatte. Jetzt ist aber natürlich immer noch die Frage, was ist mit dem Rhino? Hier ist das nicht, hier ist das normale Nashorn drin. Was ist mit dem Rhino? Wo ist das? Muss man sich drei Nashörner kaufen, die zusammencraften oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Gut. Das ist auch teuer, das Kluppenkind. Ich meine, so teuer ist es auch wieder nicht, dass man das nicht mehr unbedingt holen müsste. Hühnchen, Drachling, Äffchen. Mal gucken, habe ich davon irgendwas schon oder noch nicht? Oder wie auch immer. Begleiter. Oh, ich habe keine Ahnung. Haustiere und Hühnchen, ne? Hühnchen habe ich alle. Affen habe ich auch. Das Ding habe ich auch. Die Kugel habe ich auch. Staub des Venus habe ich auch. Ja, einigen Knappen habe ich auch. Ist übersichtlich, würde ich fast mal behaupten. Das heißt, ich habe schon alle Tiere, die dort zu kaufen sind. Hier müsste mir noch eins fehlen. Das heißt, hier müsste ich mal irgendwann diesen Feuergnom kaufen. Damit ich hier nochmal den Bonus voll habe. Das wäre nochmal schön. Drachling habe ich auch alles voll. Für Kupferschuppen-Drachling und normale Drachling fehlt mir, den kann man aber hier nicht kaufen. Nee. Also für mich leider nichts Interessantes dabei, aber wie gesagt, zum halben Preis ist schon mal krass. Ist definitiv krass. Und die ganzen Segen hier, das ist auch voll geil, dass es die jetzt einfach zu kaufen gibt. Segen der Hass, Rüstungssegen. Gerade hier zum Beispiel der Segen, der macht 50% Schaden für. Das ist schon ordentliche Hausnummer, wenn man den Buff da reinballert. 50% erhöhter Schaden ist schon viel. Hier hat man ein bisschen Laufgeschwindigkeit, auch übelst geil. Und das Schöne ist, das kann nicht im PvP verwendet werden. Das ist übelst geil. Selbst wenn du das aktivierst und ins PvP reingehst, es klappt dann nicht mehr. Ein Glück. Gut. Das war's soweit von dem Premium-Händler. Dann würde ich einfach mal sagen. Machen wir die Event-Seite. Was? Die Event-Seite oben rechts. Genau. Ach du meine Güte. Ja, deshalb sag ich's. Was? Guck nochmal. Okay, alle Zeiten sind in Chess angegeben, UTC plus 2. Das heißt quasi nach deutscher Zeit. Deutscher Zeit! Okay, Buffs von 0 bis 10 Uhr. Was? Währungen und Schlüssel. Herstellung und Ausrüstung, Reittiere, Pets. Edelsteine 14 bis 16 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Da muss ich um 20 bis 22 Uhr mal gucken. Okay. Momentan gibt es nur die Buffs. Ach du meine Güte. Ich denke, es gibt Kostüme wahrscheinlich auch zum halben Preis. Emotes zum halben Preis. Edelsteine zum halben Preis. Ich muss zuschlagen. Reittiere zum halben Preis. Pets zum halben Preis. Herstellung, Ausrüstung zum halben Preis. Das ist ja. Das ist geil. Gut. Ach, Pets gibt auch von 0 bis 10 Uhr. Wenn es genau die Pets gibt und die. Aber die Buffs ja ist ja. Ich würde sagen, nur die es auch so zu kaufen gibt, weil es gibt ja die Hass-Szenen, gibt es ja nicht so zu kaufen. Bin ich mal gespannt, so gerade bei den Edelsteinen, ob die da echt einen halben Preis machen, weil das. Gut, ich meine, das wäre ein 50% Angebot der Steine, das gab es auch schon mal. Das ist jetzt auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Aber das ist ja schon mal. Das ist schon was. Das ist ja schon ein bisschen krass. Gut, dann wünsche ich allen viel Spaß beim Einkaufen der ganzen Sachen. Einfach mal so alle 2 Stunden reingucken. Kostüme von 10 bis 12. Ja, im Prinzip müsste man um 10, um 12, um 14, 16, 18, 20 und 22 Uhr mal reinschauen, was es denn jeweils so Neues gibt. Ja. Das kann man ja ganz gerne machen. Also alle 2 Stunden von 10 bis 22 Uhr. Boah. Oh, ich glaube hier, wenn man das bis 12 hat, warte mal kurz, 10. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn man um 10 Uhr reinguckt, hat man die Kostüme. Und
Er muss vor 10 reingucken. Ja. Buffs und Pets haben wir schon fertig. Buffs und Pets. Und 10er gibt's Kostüme und Ausrüstung. Und 12 gibt's Emotes und Währungen. Um 14 Uhr gibt es Edelsteine und Buffs. Was hatten wir schon? Also bis 16 Uhr müsste man im Prinzip gucken. Ja gut. Ja, das kann man alles machen. Gut, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen. Und ja, dann würde ich sagen, geht's einfach beim nächsten Mal weiter. Tschüss.